Jo Leute, was geht? Klim am Start. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Evolve. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte jetzt am Anfang direkt mal was machen und dafür gucke ich hier rein. Ich kann aber auch eigentlich hier reingucken dafür. Oh, da haben wir noch Kartoffeln. Das ist nice, weil ich hatte Hunger. Ah, hier haben wir Stein. Perfekt, dann haben wir ja alles da. Dann habe ich mich ja doch besser vorbereitet als gedacht. Wir brauchen noch das hier und ja, dann brauchen wir im Prinzip gar nichts mehr. Dann fliegen wir mal wieder hoch, denn ich möchte mal diese Steine hier, beziehungsweise das hier alles wegmachen, weil unsere Orchroid hat schon wieder ziemlich viel rein theoretisches Mana, was sie verbrauchen kann. Hier kommt aber erstmal alles weg und dann werde ich gleich mal meinen Akku größer machen. Obwohl wir auch eigentlich gar keinen größeren Akku brauchen, weil ich werde darauf achten, dass wir immer nur so viel verbrauchen, wie wir produzieren maximal. Aber trotzdem, größerer Akku ist natürlich cool und dann können wir Maschinen vielleicht benutzen, die extrem viel mehr brauchen für eine kurze Zeit oder für eine längere Zeit, je größer der Akku ist, also dann kann man die benutzen. Irgendwo logisch. Aber erstmal muss hier der ganze Krams weg. So, das hier, tschüss, tschüss, tschüss und tschüss, tschüss. So, zuletzt hatten wir ja... Zuletzt hatten wir ja... einfach mal gegeben. Ah ja, da verwandelt sich der Kram schon. Zuletzt hatten wir ja Botania. So, und jetzt machen wir Ender-IO. Das ist was Technikmäßiges. Sollten wir dann vielleicht als nächstes irgendwas mit Magie machen? Das ist die Frage. Vielleicht Thaumcraft oder sowas, weil das ist ja so mit Magie genau. Was Thaumcraft genau ist, weiß ich nicht. Aber das würde man ja im Endeffekt herausfinden. Ja, komm, platzieren wir mal alle hier, wenn wir schon mal dabei sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tschüss. Und du gehst nochmal weg hier. Vielen Dankeschön. So, wir verwandeln es wieder in Klump und werden mal das ganze Zeug einfach in unser System hier ballern. Da oben kommen wir natürlich nicht dran, das ist natürlich blöd gelaufen. Zack. Haha, hat doch funktioniert. Und dann fehlt nur noch hier etwas und hier oben ist auch noch was, oder? Habe ich doch gerade aus dem Augenwinkel so ein bisschen mitbekommen. Ja, da ist auch noch was. Das klaue ich mir auch noch mal eben. Hier, Stup. So, alles da. Sehr nice. Ach, ihr wollt ja nicht, dass ich dieses Stup sage. Dann sage ich dieses Stup auch nicht mehr. Also jetzt quasi. Dann brauchen wir erstmal Copper. Haben wir jetzt nicht wirklich viel rausbekommen, aber wir haben ein bisschen Iron daraus bekommen. Und das möchte ich mal ganz kurz in unseren schönen Apparat hier packen. Und zwar in unsere Sackmill. Ihr wisst mittlerweile, was sie macht. Wenn nicht, guckt die vorherigen Folgen an. Das machen wir hier rein und gut, dann können wir echt weiterarbeiten. Dann hatte ich mir überlegt, okay, was könnten wir machen, was könnten wir weitermachen? Ich möchte jetzt in jeder Folge versuchen, einen weiteren Akkuteil herzustellen, damit wir damit irgendwann nochmal fertig sind. Das heißt, wir brauchen einen Capacitor-Block, das heißt, wir brauchen wieder Double-Layer-Capacitors, wieder Single-Layer, bla 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 bla, wir brauchen wieder ganz viel Stuff. Und dafür packe ich mir alles mal wieder ein hier, so zack, alles eingepackt und dann gehen wir zu unserem E-System, packen das ins ME-System rein, so. So, so, so und so und so und vielleicht auch noch das hier so. Und dann erstellen wir uns, ich finde es blöd, dass man die Enderman-Blocks nicht herstellen kann. Man kann sie nicht herstellen. Capacitor Bank. So, die wollen wir herstellen. Aktuell geht das nicht, denn wir brauchen mehr davon. So, und wir brauchen einen Redstone-Block für in die Mitte. Das heißt, wir stellen die hier. Können wir nicht, weil wir haben die hier nicht. Das heißt, wir erstellen erstmal die hier. Und zwar, wie viele? Ja, machen wir mal. Ja, machen wir mal so viel, wie wir können. 9 Stück. Und dann die hier. Dann machen wir auch mal so viele, wie wir können. 4 Stück. Gut, dann haben wir einen. Ja, wir haben schon einen Akku fertig. Gut, dann müssen wir uns diese Folge da nicht mehr drum kümmern. Wir stellen noch einen Redstone-Block und haben nun eine weitere Capacitor-Bank. Sehr schön. Freut mich. Da mussten wir jetzt nicht viel für machen. So, und die packen wir jetzt einfach. Einfach hier unten dran. So, zack, egal. Zack, und jetzt haben wir wieder mehr, was da reingeballert werden kann. Was ich sehr nice finde. Also einfach so einen fetten Akku, so ein modularer Akku. Das ist sehr cool. Das ist, finde ich, eine sehr, 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 sehr coole Sache. So, und was ich danach heute machen wollte, beziehungsweise was ich danach weitermachen wollte, ist, warte, wo ist er? Hier, der Planter. Der ist nämlich auch ziemlich cool. Dafür brauchen wir aber einen Z-Logic-Controller. Warte mal, können wir den überhaupt machen? Wir brauchen das hier. Ja, das ist ja recht easy. Und... Was ist mit den Pulsating? Ja, gut, die können wir sogar tatsächlich machen. Ich habe tatsächlich geguckt, ob wir den machen können, aber halt nicht. Und wir brauchen, oh, was auch noch cool wäre, warte mal, ich möchte das mal eben, das hier, Wireless Charger, der ist nämlich richtig cool, aber da brauchen wir auch ein Enderman-Ding. Schade, den können wir noch nicht machen, das wäre nämlich echt cool gewesen. Wir könnten auch Powered Light machen.
Das ist extrem cool. Also Powered Light könnt ihr euch so vorstellen, ihr packt das irgendwo hin, versorgt es mit Power und dann scheint es heller als Fackeln. Und das könnten wir hier eigentlich ins Dach einbauen. Das würde tatsächlich funktionieren. Aber zuerst möchte ich den Planter haben, weil das auch ein paar Versorgungsgedönsels gibt. Voraussetzungen. Ein paar Grunddinger gibt, die wir brauchen. Aber dafür brauchen wir erstmal Electric Steel. Und davon haben wir tatsächlich nicht mehr viel. Von Electric Steel haben wir nicht mehr viel. Deswegen müssen wir ihn machen. Okay, Entschuldigung. Dann gucken wir uns an Alloy Smelter. Gucken wir uns das Rezept mal ganz kurz an. Hier war das Electric Steel. Dafür brauchen wir Silicon, Coal Dust und Iron. Iron haben wir jetzt hier gemacht. So, und das packen wir mal Iron. Wir brauchen aber immer noch Silikon. Und wir haben Cobblestone, das geht auch gut. Dann packen wir erstmal den Cobblestone hier rein. Zack, zack, zack. Oh, Gravel. Zack, zack. Nice. Und dann machen wir hier raus mal Silikon. Und packen das hier da rein. Dann brauchen wir unseren Stahl. So, dann brauchen wir nur noch Coal Dust. Haben wir zufällig Coal Dust dabei? Nö. Dann gucken wir uns im System rein. Nein, ich wollte kein Sapling rausholen. Coal. Coal Dust haben wir tatsächlich noch ein bisschen. Pulverized Coal brauchen wir doch, ne? Ja, Pulverized Coal geht auch. So, dann nehmen wir hier unseren Silikon raus. Packen das rein, packen das rein, packen das rein. Dann machen wir mal 13 Stück, weil Electric Steel können wir, wenn wir ehrlich sind, immer gebrauchen. Wir könnten auch, also es gibt Powered Light. Es gibt Powered Light. Es gibt Light und es gibt Powered Light und es gibt Wireless Powered Light. Wireless Powered Light ist natürlich das coolste, weil das so funktioniert wie das Powered Light, nur halt, dass es Wireless ist. Dafür brauchen wir aber für jedes scheiß Wireless Powered Light brauchen wir einen Ender Resonator und für jeden Ender Resonator brauchen wir einen Ender Kopf. Keine Ahnung, wie man das jemals herbekommen soll. Also diese Lichter sind echt scheiße teuer. Ich weiß nicht, warum man die hier sind cool. So, die normalen Lights. Einfach Glas, ein Glowstone und zwei Iron. Und die kann man dann einfach an die Decke packen. Das mache ich jetzt auch mal in Ender.io. Einfach nicht unbedingt, weil ich die cooler finde, sondern primär, weil wir haben gar nicht so viel. Das ist Powered Light. Ich wollte aber das normale Light machen. Sondern primär, weil... Oh, wir haben gar kein... Ja, wir haben natürlich immer kein Iron. Das Iron habe ich eben da hinten verbraten. Sondern wirklich primär, weil wir hier Ender.io haben und die halt zu Ender.io gehören. Deswegen finde ich es ganz cool, die dann mal hier mit reinzuballern. So, jetzt haben wir noch einen. Hatten wir nicht. Egal. So. Wir brauchen noch so einen Glowstone. Warte mal, wie konnte man Glowstone nochmal erstellen? Wir haben keine... Oh, wir haben die Noppen. Das ist schön. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und dann haben wir Glowstone-Block. Ein Glowstone-Block von den ganzen Nots. Auch ein bisschen schade irgendwie. So, jedenfalls wollte ich euch einmal das Light zeigen. Das Light ist im Prinzip nur das hier und Eisen links, Eisen rechts. Und schon haben wir ein Light. Das können wir jetzt halt überall hin platzieren, als halt ein Light und kein Powered Light ist. Ich werde jetzt einfach mal zack hier hin platzieren. Und es ist halt erstens ziemlich klein, ja. Es ist jetzt kein so großes Light, wie man es vielleicht erwartet hätte. Und zweitens ist es halt ein Licht, ne. Und wir können es auch hier hin platzieren, zack. Und dann ist hier heller oder wir können es auch irgendwo platzieren, wo es gerade echt dunkel ist. Hier oder so. Warte mal, ist es... Oder müssen wir das jetzt noch versorgen? Ich meine, das wäre dann sofort an... Platzieren wir es mal hier hin. Das ist tatsächlich gar nicht an. Watch out, maybe I call bullshit over there. Weil das ist nur das normale Light, das müsste doch eigentlich an sein. Oder ist es nicht an, weil es mit Redstone versorgt werden muss, aber das wäre mir neu. Ha, warte, das kriege ich noch raus. Das kriege ich ja noch in dieser Redstone, so. Wir können uns auch einfach mal, man kann das ja inverten, glaube ich, wenn ich mich nicht... Ach nee, das ist ja, hier kriegt man nur dieses Zeugs hier raus, ne? Dann machen wir mal diese Planks, so. Achso, ja, der nimmt ja automatisch alles. Dann machen wir uns mal hier... Ja, reicht. Machen wir uns mal hier so ein Gekröse, so. Und packen das Light, das kann man doch inverten, so, ne? Ja, inverted, sehr nice. Das heißt, jetzt musst du das doch rein, theoretisch. Aha, seht ihr? Ja, du musst es erst mit Redstone powern und indem wir das inverted macht, musst du das halt mit Redstone powern, um es halt im Prinzip auszuschalten. Deswegen packen wir hier in die Ecke mal ein Light rein, was ich ganz cool finde. Also man kann halt wirklich so Lights hier reinbauen und hier werden wir auch noch Powered Light und Wireless Light irgendwie reinhauen.
Jedenfalls möchte ich euch halt zeigen, wie das funktioniert. So, das wird immer noch geladen mit dem hier. Hier könnten wir eigentlich auch nochmal auffüllen, obwohl dann wird sich das wahrscheinlich so schnell füllen, dass wir da... Ja, egal. Ich wollte mit dem Planter anfangen. Weiß ich, verrenne mich schon wieder in Sachen, die ich gar nicht brauche. So, wir brauchen noch ein Set Zombie Logic Controller. Dafür brauchen wir erstmal einen Zombie-Kopf. So, das sollten wir vielleicht mal zuerst angehen. Den haben wir sogar noch da drin. Ich wollte nicht in die... Ich wollte nicht in die Chest. Ich wollte dieses braune Zeugs Ingot. Energetic Alloy. Dann nehmen wir mal das Gold, nehmen wir wieder mit. Dann... Wo haben wir denn das braune? Das braune, von dem braunen haben wir gar nichts mehr, ne? Ein Zombie-Kopf nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier brauchen wir. Das Soul-Bulti-Bulti. Wir brauchen dafür Soul-Sand und Gold-Ingot. Haben wir irgendwo Soul-Sand? Soul. Wir haben keinen Soul-Sand, Alter. Wir haben... Warum habe ich denn nur so wenig mitgenommen, Alter? Gut, gehen wir mal eben Soul-Sand... Ne, warte mal. Wir machen das folgendermaßen, weil das geht deutlich schneller, als eben zu Nodab rüber zu fliegen. Wir teleportieren uns einfach zu Nodab. Baum 3, Baum 2, Baum 1, Research Station, dann zu Little Island und ach, nur das funktioniert ja gar nicht. Dann zu Baum, dann zum Teleporter, dann zu Treppe, dann zu Tunnel, dann sind wir fast bei Debitor. Debitor hat anscheinend keine Porter bis zu sich nach Hause. Wir können uns jetzt auch verwandeln eigentlich, das würde schneller gehen, glaube ich, oder? Nö, die Strecken sind auch so schon relativ schnell. Dann lassen wir es mal ganz kurz dabei. Ich wollte gerade sagen, Lead, willst du mal bitte, hallo? Naja, jedenfalls machen wir dann den Planter und dann zeige ich euch so ein bisschen, wie der funktioniert. Weil ich möchte ja, wie gesagt, alles abdecken, zumindest das meiste abdecken, zumindest das meiste abdecken und den Rest vielleicht noch so einen Ticken für euch zum selber erkunden. Alter. 1600 Creeper-Köpfe. Was ist los mit dem? Ja, ich weiß, ich weiß schon, wie der das alles bekommt, aber... Oh, der hat sogar noch Solarium über, aber das möchte ich ihm nicht klauen, ich möchte ihm eher... Soul Sand, davon hat er echt genug. Dann nehme ich mal 32 Soul Sand ab hier so, dann muss er sich schon mal nicht mehr darum kümmern. Ist ja auch ein bisschen Verantwortung, die man hat, ne, um sich um sowas kümmern zu müssen. So hat das einfach leichter. Naja, und ist ja nicht so, als hätte ich ihm Terra Seal gegeben. So, also brauchen wir im Prinzip nicht mehr viel, um fertig zu machen, was wir fertig machen müssen. So, erstmal hier können wir uns dann wieder wirklich teleportieren. So, und dann Baum 2 und dann Baum 3 und dann Ender IO und schon sind wir wieder da. Und dann können wir hier eigentlich im Prinzip schon nichts machen. Also das ist die Painting Machine. Ja, im Prinzip können wir hier denn was machen. Und zwar das hier. Ey, Arsch. Was macht denn der so? Aus Soul Sand macht man Glas? Das ist mir neu. Egal. Jedenfalls haben wir ein bisschen Glas. Ja, das kann ja auch nicht schaden. Wusste ich gar nicht, dass man Soul Sand Glas macht. Das heißt aber auch, dass wenn er durch... Nee, das heißt es nicht. So, alles gut. Cool wäre natürlich, wenn wir hier auch noch ein Ding hätten, um auf unser ME-System zuzugreifen. Das heißt, wir hätten hier einfach auch so ein Terminal. Hier so oder vielleicht hier so. Das wäre tatsächlich ziemlich cool, wenn wir hier irgendwo noch ein Terminal hätten. Das werde ich mal in einer der nächsten Folgen irgendwie in Angriff nehmen. Hier können wir das zum Beispiel hinbauen, oder? Hier drüber? Ja, hier drüber könnte man ein Terminal bauen. Das würde gehen. Hier ein Ender-IO, ein Dingens Terminal. Ich versuche mal ganz kurz hier hinten zu gucken, wie viel Platz wir denn dafür brauchen. Ein Dröte, also eigentlich brauchen wir ja nur den Weg bis hinten. Ah ja, da sind wir schon hier. Und das möchte ich natürlich hier so. Und dann könnte ich hier das ohne Probleme eigentlich... Aha! Dann sind wir hier schon hier. Das brauchen wir ja nicht mehr. Ah, und hier haben wir unser E-System, was noch komplett leer ist eigentlich. Aber das ist komplett voll, ja. Der Tank ist komplett voll. Der benutzt zwar jetzt 14 F pro Tick, weil halt, wir haben halt nachts und er generiert nichts, aber im Großen und Ganzen. Also jetzt macht er minus 15. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken und, ja gut, wenn wir was anderes anschließen, könnte das natürlich runtergehen, ne? Aber ich möchte mal ganz kurz gucken, wie viel er bei Tag verbraucht. Haupthaus. Ohne Dach, immer noch. Muss irgendwann mal ein Dach hier reinbauen, ey. Alter. Naja, Dach können wir uns Zeit lassen. Ender-IO. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier hinten, wie viel der verbraucht. Da könnte ich auch einen Teleporter einsetzen. Das wäre bestimmt auch keine schlechte Idee. So, und jetzt macht er plus 5 RF pro Tick, plus 6 RF pro Tick, halt je nachdem, zu welcher Tageszeit. Also, im Großen und Ganzen wird er sich immer wieder aufladen. Ah ne, wird er gar nicht, weil nachts verbraucht er mehr als er tags generiert.
Egal, er hat 300, 3 Millionen hat er über. Worauf verbraucht er mehr, wenn ich reingucke? Plus 8, plus 9. Oder je weiter, plus 9, warte mal, ich gucke mal ganz kurz rein, lalalalalalala. Und jetzt plus, ne, immer noch plus 9, okay. Alles klar, jedenfalls Energy Acceptor. Achso, das den braucht man natürlich, um die Energie umzuwandeln. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus soll. Achso, hier haben wir das ja gerade erst. Ich könnte mich auch ein bisschen daran erinnern, was ich gemacht habe. Dann müsste ich das jetzt nicht wieder zuballern. Was ich eigentlich sagen wollte, beziehungsweise was ich eigentlich machen will. So, dann haben wir hier auch nochmal zu. Irgendwie, hallo! Es hallt so ein bisschen hier. Hallo! Echo! Kann auch sein, dass es nur an meinen Kopfhörern liegt. Echo? Wer ist der Bürgermeister von Wesen? Ja. Es halt ein bisschen. Jedenfalls könnte ich hier mit weiteren ME-Glaskabeln, die haben ja glaube ich keine Reichweite, einfach noch ein Crafting-Terminal bauen, was sich dann hier hinten befindet, um nicht immer zum Lager rennen zu müssen. Das wäre an sich cool. Und das ist es auch, deswegen mache ich das einfach mal. ME-Glaskabel, wie viel brauchen wir denn? ME-Glas. Nicht Flas, Glas. ME-Glaskabel. Fluix. Oder? Purple. Ich glaube, das sind die Fluix-Glaskabel. Alter. Wie viel braucht man denn dafür? Das waren doch die Fluix-Glaskabels, oder? Dann muss man gucken, damit ich hier nichts falsch mache und nicht einfach irgendwas hier hinballer. Das sind die Fluix-Glaskabels, ja. Fluix-Glaskabels. Lern Deutsch! Wie viel braucht man denn davon? Ein paar, ne? So 8, 16, vielleicht 16 Stück. ME, haben wir davon denn noch ein paar? Wir haben noch 6 Stück. Das ist sehr geschmeidig. Und das sind die, die wir brauchen. Wir haben nichts davon. Das heißt, wir brauchen erstmal die Quarzfiber. Und dafür brauchen wir... Hä? Ah, ne. Die will ich machen. So, und dafür brauchen wir das hier. Und dafür brauchen wir Nether Quartz Dust oder Citrus Quartz Dust. Und wie wir den machen, also wie wir Dust machen, das wissen wir ja. Wir haben ja eine Segmill. Quartz, wir haben Pur Citrus Quartz und wir haben Normal Citrus Quartz, aber wir haben auch Nether Quartz. Das heißt, ich werde daraus jetzt erstmal Dust generieren. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch in diesem Part und packen das hier rein. So. Und im nächsten Part schließen wir dann hier auch unser eigenes ME-System an. Deswegen, damit wir da besser drauf zugreifen können und alles. Das wäre nämlich ziemlich cool. Und dafür machen wir jetzt hier das noch. Und ich würde sagen, den Rest machen wir aber im nächsten Part. Wir schließen das an. Ich gucke, ob es hier wirklich halt. Na, das gucke ich wahrscheinlich erst später. Aber vielen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Ich sehe euch im nächsten Part. Bis dann, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn nicht, dann hinterlasst einen Daumen nach unten. Und ich würde sagen, tschüss. Bis dann.